Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zur letzten Ausgabe vom Mentix-Treff in diesem Jahr. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das in den letzten Wochen durch die Medien gegangen ist. Es ist das KinMed-Problematik. KinMed, das sind die jungen Leute, die durch ihre Uniform auffallen, ganz besondere Uniform. Und es fällt auch auf, dass sie Leute mit anderer Uniform und vor allem anderer Uniform verachtet und schon öfters auf brutalste Weise maltretiert haben. Zu diesem Thema begrüße ich hier in unserem Studio zu meiner Linken den Professor Dr. Karl-Heinz Meinhold, Dozent für ethnologische Sozialwissenschaften an der Universität Böblingen. Er ist Autor von einem bedeutenden Werk wie die sozial-kognitive Sackgasse, Taxonomie und Aufbau der Ethik, 69 erfolgreiche Deklarationen sowie das Problem der interdisziplinären Konstanz. Zudem hat er auch 8 Jahre lang an der Universität Zürich Vorlesungen gehalten, hat deshalb natürlich keine Mühe, wenn wir da uns in Mundart unterhalten. Zu meiner Rechten begrüße ich Rigo Rosi. Er ist Präsident der KinMed-Bewegung in Rüsbühl. Er ist Herausgeber von bekannten Flugblättern wie Killt die Braunkinnschweine, Schwarzkinn ohne Sinn sowie Elvis Presley der King. Wie immer können Sie, liebe Zuschauer, aktiv am Mentix-Treff teilnehmen. Rufen Sie uns an auf Telefonnummer 01-761-34. Zuerst wollen wir jetzt aber ein Opfer von der KinMed-Brutalität zu Wort vorlassen. Aus verständlichen Gründen möchte diese Person anonym bleiben. Wir spielen kurz den Film ein. Ich bin vor 2 Wochen nicht an, durch die schwach berichtete Klaster allein von unserem Opfer gegangen. Letztlich sind da KinMed an mich angekommen und haben mich gewacht und sie haben mich total brutal zusammengeschlagen. Hey! Soweit der Erwin Meili aus Untermuttingen. Herr Professor Dr. Meinhold, Sie haben den fürchterlichen Bericht von Herrn Meili jetzt gehört. Wie erklären Sie sich die Brutalität? Nicht wahr? Wir müssten das Problem natürlich in seinem Ursprung anpacken. Wir kämpfen da sehr schnell im Bereich von der jugendlichen Assimilationsprobleme im Zusammenhang mit, ja, wie soll ich sagen, umweltbedingte Kausalitätskonzeptionen. Da aber unsere Sendezeit nicht ausreichen würde, um so weit auszuholen, möchte ich grundsätzlich sagen, dass die KinMed nur aufgrund von ihrer Minderwertigkeitskomplexe brutal geworden sind. Das ist ja Wissen. Der verdammte Hurensolbo. Meint, er könnte mit seinem verschissenen Geschnarr den Geil raushängen. Dabei sollte der grusige Wichser mal sein abstoßendes und Pickelkind rasieren. Einer wie der, den sollte man gar nicht ins Land reinlassen. Wie abgeschlossen. Ich habe gehört, wir haben einige technische Probleme. Zensurtöne sind falsch eingespielt worden. Herr Professor Dr. Meinhold, könnten Sie nochmal kurz und prägnant den Ursprung von dieser Brutalität darlegen? Wie ich vorher schon gesagt habe, die KinMed sind nur aufgrund von ihrer Minderwertigkeitskomplexe so brutal geworden. Das ist ja Wissen. Sag's gern nochmal, der verdammte Hurensolbo. Mit seinem verschissenen Geschnarr den Geil raushängt. Sollte der grusige Wichser mal sein abstoßendes und Pickelkind rasieren? Einer wie der man gar nicht ins Land lassen. Ich habe wieder geschlossen. Ich danke für die ersten Statements. Regie, haben wir schon erste Zuschauertelefon? Jawohl, man hat schon erste Reaktionen. Ja, meine Damen und Herren, wir haben rund 87 Anrufe bekommen, wobei 2/3 davon haben es reklamiert, sie haben die Telefonnummer nicht verstanden. Zudem hat sich der Herr Erwin Meili aus Untermupfingen beschwert. Seine ihm zugesicherte Anonymität sei nicht gewahrt worden. Er fühle sich bedroht. Nachher habe ich nur noch einen Schrei gehört.
Anhand von der Aussage der restlichen Anrufer müssen wir streng annehmen, dass es sich um KinMed-Sympathisanten handelt. Viele haben sich lautstark über den Professor Dr. Meinhold beschwert. 24 haben gesagt, er sei ein 28 haben ihn ein genannt und 33 haben ihn zum erklärt. Also ich bin nicht gekommen, um mich von so primitiven Leuten beleidigen zu lassen. Was heisst doch primitiv? Hä, du alter Sack! Meine Damen und Herren, ich glaube, wir müssen uns für heute verabschieden. Es tut mir leid, dass es so ausgegangen ist. Wir sehen uns wieder im April. Das ist auch wirklich das Letzte, das ich mir noch... So dann... 2/3 haben sich davon reklamiert. Ist die Kamera richtig? Was? Dampfhinschweine? Hast du gut gesehen? Unter Muttingen. Herr Dr. Meinhof. Die Pickelkinn rasieren. Einer wie der sollte man... Oh, wow. Das sollte man... Ich sag's gern nochmal. Und doch nein. Also ich bin nicht hierher gekommen, um mich von so primitiven Leuten... Was heisst hier primitiv, du alter Sack? Hörst du dich mäßigen? Meine Damen und Herren, ich glaube, wir müssen uns für heute verabschieden. Verdammt, du Hure, Alter, was ist das hier? Was heisst hier primitiv? Ja.